Hallo, liebe Epifan-Leser. Wir sind heute hier mit dem Hutan. Der Hutan kommt uns besuchen aus dem Gravis-Store in Essen. Du machst da was? Ich bin dort Filialleiter, als Store Manager Klingt beschäftigt. wichtig. Also hast du Ahnung von Apple und So allen anderen etwas. Produkten, die man bei Gravis kaufen kann. Hier haben wir einen Mac Mini. Der ist so Baujahr ungefähr 2006, 2007. Ist so der erste Mac Mini, den es gab, oder? Genau, richtig. Das ist der erste, auch recht klein Können wir und von hinten zeigen. genau. Der hat also diverse Anschlüsse. Der hat fünfmal USB, das merken wir uns mal. Kopfhörer, Klinke, DisplayPort, Mini-DisplayPort, FireWire, glaube ich, auch noch. Genau. Und was da besonders ist, finde ich, im Vergleich zum neuen, den wir euch gleich zeigen werden, der hier hat noch ein externes Netzteil, also einen richtigen Brecher. Und jetzt schauen wir mal, hier haben wir nämlich den neuen Mac Mini, den uns Gravis freundlicherweise zum Testen vorbeigebracht hat. Und da sind wir natürlich gespannt, was sich da verbirgt und legen die beiden mal nebeneinander. Ich liebe es ja immer, Apple Geräte auszupacken. Wobei wir gerade schon geklärt haben, bei Mac Mini gibt es die eine oder andere Tücke. Die haben wir auch schon überwunden. Sieht auf jeden Fall cool aus, ja. Hat die Bauform behalten zum direkten Vorgänger. Genau, richtig. Aber hat einiges mehr an Leistung und auch einiges mehr an Anschlüssen. Was mich zur ersten Frage bringt, wer geht denn so zu Gravis und kauft sich einen Mac Mini? Also prinzipiell ist es ja für alle Leute geeignet, ne? Diejenigen, die dann halt schon immer einen Mac Mini besessen haben, die freuen sich natürlich, dass nach 4 Jahren wieder ein neuer Mac Mini auf dem Markt ist. Und grundsätzlich ist es für Leute gedacht, die dann halt viel auch mit Displays arbeiten, das heißt als externen Monitor was da dran schließen. Man hat ja die Möglichkeit, an einem Mac Mini 3 4K-Displays anzuschließen oder ein 5K und ein 4K gleichzeitig. Und damit ist er dann halt auf jeden Fall für Leute gedacht, die dann halt Videos schneiden möchten, für Softwareentwickler. Genau. Und wenn man jetzt zu euch, zu Gravis kommt und sagt, ich möchte einen Mac Mini kaufen, was muss man da an Geld mindestens mitbringen? Ja, also das Einstiegsmodell, wenn man überhaupt dann noch von einem Einstiegsmodell sprechen kann, liegt bei 8,99. Das wäre dann der Mac Mini mit 8 GB RAM und 128 GB SSD. Man muss dann halt nur darauf achten. Früher hat man ja die Möglichkeit gehabt, den internen Speicher dann halt aufzurüsten. Das geht bei dem neuen Mac Mini nicht. Das heißt, der ist dann halt schon so feste verbaut, sodass man sich von vornherein für die gewünschte Speichergröße entscheiden muss. Die gibt es ja mit 128, 256, 512, 1 und 2 TB. Okay. Und der RAM, mit dem es im Einstiegsmodell ausgeliefert wird, sind wie gesagt 8 GB. Aber da hat man jetzt mittlerweile die Möglichkeit, im Vergleich zum Vorher den RAM aufzurüsten auf bis zu 64 GB. Wobei ich sagen würde, für den Anfang 8 GB RAM sollten für den normalen Anwender erstmal ausreichend sein. Also wie Genau. gesagt, sonst geht man zu Gravis und sagt, ich hätte gerne 16, 32, 64 Genau. und ihr baut das ein. Genau, das sollte man auch machen, weil der ist nicht so einfach zu erweitern. Das ist ein bisschen tricky. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie kompakt das Gerät mit der vielen Leistung dann halt Ja. zusammengebaut ist. Okay. Genau. Alternativ hat man noch die Möglichkeit, das etwas größere Modell zu nehmen, das was auch hier steht. Wobei Größe nicht die Größe des Gehäuses betrifft, sondern die Leistung. Da haben wir dann 6 Kerne, wir haben 256 GB SSD, wo ich sage, da kann man schon mit arbeiten. Da würde ich persönlich jetzt nicht nochmal 240 € an Apple oder Gravis überweisen, dass ich halt 512 habe. Da würde ich sagen, ich nutze hier USB-C und da kann ich dann auch relativ kostengünstig nochmal eine externe Festplatte anschließen. Hat den Vorteil über USB-C. Dass ich dann halt eine schnellere Datenrate kriege, aber wie gesagt, SSD ist ja nicht nachrüstbar bei Gravis, sondern dann halt nur der RAM. Genau, aber Und bei der extern dann halt. SSD, genau, richtig, das wäre Extern. möglich. Okay, und ob das funktioniert, ob man auch Videoschnitt machen kann mit einer externen SSD, das werden wir auf jeden Fall für euch herausfinden. Ja. Genau. Cooles Teil auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich den ausprobieren darf. Wenn das jetzt einer unserer Leser auch machen möchte, kann der bestimmt zu euch nach Essen kommen oder auch in anderen Graves, es gibt ja über 40, und den ausprobieren. Genau, wir haben den überall ausgestellt. Der ist auch in unseren Stores an so einem 4- oder 5K-Monitor angeschlossen, sodass man dann halt die Mac Minis dann halt vor Ort sehr gut austesten kann.
Auf jeden Fall, coole Sache. Abschließend, was würdest du sagen, wo reiht er sich irgendwie in der Apple, in der Mac-Familie ein? Kann man das, also hat kann man das überhaupt sagen? Ja, doch, hat nach wie vor eine sehr, sehr besondere Stellung. Also man merkt, dass die Performance sich definitiv verbessert hat. Also es geht schon in die Richtung Pro-Reihe, das sieht man auch an der Farbe. Ein Space Grau, das ist ja auch der iMac Pro. Und vor allem für Leute, die dann halt den Rechner einfach mal in so eine Tasche reinpacken möchten und mitnehmen möchten, ein Projekt, was sie dann halt erarbeitet haben, zu präsentieren. Also ist nach wie vor ein iMac nicht möglich oder sehr schwierig möglich, ein iMac dann halt einfach in so eine Tasche reinzupacken und mitzunehmen, um dann halt irgendwelche Arbeiten zu präsentieren. Aber bei dem Mac Mini geht das dann halt. Okay. Ja. Im Prinzip muss man ja zwei Kabel nur anschließen, ne? USB-C, genau. Irgendwie an den Dock oder an den Display und halt Strom. Richtig. Und was, wir hatten ja gerade gesagt, hier ist das Netzteil extern, das ist hier auch schon drin, ne? Genau. Genau, wir haben also hier so einen Euro-Stecker, das könnte man auch im Prinzip ein Kabel von zu Hause rumliegen hat, genau. Verwenden. Ja, coole Sache. Ich würde sagen, wir testen den Mac Mini jetzt mal für euch durch, die nächsten 1, 2, 3 Wochen. Wir haben so verschiedene Zubehörgeräte noch am Start, unter anderem eben ein 5K-Display von LG, wo ich sehr gespannt bin, wie da die Performance ist. Aber auch kleine Sachen wie SSD-Speicher extern, Kartenlesegeräte, wo ich ja sage, das ist so ein bisschen schade, dass die hier nicht vorne so einen kleinen SD-Schlitz eingebaut haben. Aber mein Gott. Ja, ich würde sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch vielleicht an den Hutan, einfach in die Kommentare, in den Artikel unten rein und wir werden die auf jeden Fall für euch beantworten. Ich bedanke mich. Gerne. Und schauen wir mal, ob ein paar Leute zu euch kommen und sagen, ich habe bei AppGefahren das Video gesehen, möchte den Mac Mini mal angucken. Wir freuen uns drauf. Alles klar. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss.